Bevor es losgeht, wollte ich euch nur noch mal darauf hinweisen, dass von Donnerstag auf Freitag um 0 Uhr mein Musikvideo online gekommen ist auf diesem Kanal und deswegen hatten viele von euch noch nicht die Chance, sich das anzugucken. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt doch mal rein und kommt dann wieder hierhin zurück. Eines Tages wachst du auf und es juckt dich in deinen Fingern und dann weißt du, es ist Zeit zu Ikea zu fahren. Der erste Lifehack fängt halt heute schon im Ikea an. Was war das für ein massive Fail, ey? What the fuck? Ich dachte schon, ich bin hier so voll die Kleinkriminelle. Stellt sich raus, es geht nicht mal. Fuck. Ey, das mit dem Eis war mir gerade so unangenehm. Ich weiß gar nicht mal, warum. Mein Gesicht hat angefangen voll zu glühen. Lass uns einfach zurückfahren, okay? Und wir reden nie wieder darüber. Wenn mich auch nur einer von euch wegen diesem Spiegel fragt, dann raste ich aus. Weil alle anderen von diesen TikTok-Ratten mir den weggekauft haben, okay? Aber so ist das, so ist das. Ich freue mich für jeden. Freue mich doch. Aber dafür haben wir Folgendes. Don't go, run to IKEA. Ein kleiner leuchtender Oktopus. Und der entschädigt mich wirklich für das Spiegeltrauma. Mit 6,1 Millionen Views auf TikTok. Ein absoluter Hit. Ich brauche ihn. In meinem Leben. Als 29-jährige, kinderlose Frau. Nee, wie sagt man? Kinderfrei. Child-free, nicht childless. Oh, mein Gott, diese Tüten werden immer fetter. Bevor es losgeht, muss ich erstmal drastische Maßnahmen ergreifen. Endlich! Oh mein Gott. Wenn ihr wüsstet, wie mich das abgefuckt hat, dass das Licht hinter mir warm ist. Das ist nicht amazing. Obwohl, es gibt mir auch einen Vibe. Jupe, jupe, jupe. Wie lustig, dass er in so einer Box ist. Ich kann nicht mehr. Cute! Das ist irgendwie extra cute und weich. I love it! Oh, das hasse ich ja, wenn hier so ein Verschluss ist. Aber man muss das auch mit Schraubenzieher aufdrehen. Wozu ist denn dann das hier da? Och, ihr Huhn. Aha. Ich habe letztens erst eine Doku gesehen über einen Taucher und seinen Oktopusfreund. Die haben sich richtig angenähert. Und ja, ich habe geweint. Und seitdem liebe ich Oktopus. Oktopusse? Oktopussi. Oktopoden. Was ist das denn? Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Warte, ich mach mal Lichter aus. Oh. Yes! Ich schenke das meinem Neffen. Ich wollte gerade sagen, das Licht muss ja auch gar nicht so stark sein. Es ist ja nur Nachtlicht für Kinder, die sich nicht trauen, im Dunkeln zu schlafen. Denke ich mal. Und nicht für erwachsene Frauen. Noch einmal Kind sein. Irgendwie, ich weiß nicht, warum das als Erwachsener kein Ding ist. Es hat immer noch was total Beruhigendes. Ich glaube, einfach weil es dich an dein Kinderhirn erinnert und wie es sich damals beruhigt hat. Schämt euch nicht. Holt eure Kuscheltiere wieder raus. Ikea-Hack. Ich fand schon immer, es sieht fancy aus, wenn man eine riesige Blumentöpfe hat und eine riesige Blume. 4,7 Millionen Menschen finden diesen Look auch. Was habe ich gesagt? Fancy. Umso mehr ich über diesen Lifehack nachdenke, umso dümmer kommt er mir vor. Das hier war der einzige etwas höhere Topf. Die anderen waren eher breit. Was mich jetzt glauben lässt, dass es eher fancy ist, wenn man breite Töpfe hat, nicht hohe Töpfe. Existenzkrise direkt. Dieser Hack. Oh, passt das da perfekt rein? Das von der Höhe. Oh, das war's schon, oder was? Mensch, hab ich ein Glück. Es sieht gut aus. Außer, dass es halt total dumm ist, weil wenn ich die Blume gieße, läuft das Wasser durch und dadurch, dass Papier drunter ist, wird es weich und alles geht den Bach runter. Aber es sieht gut aus. Muss man einfach noch mal so einen Teller kaufen, so einen Topfteller quasi. Und dann hat sich die Sache auch erledigt. Da muss man einfach mal selber ein bisschen seinen Kopf einsetzen ab und zu. Passt doch super hierhin. Na Mensch, toll. Ikea Finds. Ich persönlich finde das jetzt nicht einen mega krassen Find, aber 3,3 Millionen Menschen anscheinend schon. Die deutschen Kommentare unter diesem TikTok sind auch so geil. Die leben in einer anderen Welt. Haben jetzt auch erst Sprudelwasser entdeckt. Jetzt trinkt ihr da Seltzer. Seltzer. Einer schreibt, well, it's like a normal Salatschleuder. Echt so geil, ey.
Yellow. Letztens habe ich außerdem TikTok gesehen, wo eine IKEA-Mitarbeiterin gesagt hat, wie die Namen zustande kommen. Es war sehr interesting. Ah, ich hasse es, wenn auf Sachen diese scheiß Kleber sind. Warum ist das immer so fest? Ich meine, es sieht nicht besonders aus. Es ist hierzulande auch nichts Besonderes, aber es funktioniert. Lass einen Salat fressen. Wir ignorieren jetzt mal höflich, dass Salate in diesen Verpackungen meistens schon gewaschen sind. So, washing it, praktisch rausnehmen, wegschütten. Okay, let's go. Halleluja, geschleuderter Salat. Wenn der dreckig gewesen wäre, hätte der bestimmt was Dreckiges rausgeschleudert. That's all I'm saying. Guten. IKEA must have. Es sieht aus wie ein Schrein, wo in der Mitte ein Foto von einem Crush steht, den du jeden Abend anbetest. Ein bisschen Herr Arnold-Style, okay? Herr Arnold? Hey Arnold! Ich will es. Es gibt sogar zwei verschiedene TikToks, die beide viral gegangen sind mit dieser gleichen Idee. Einmal 2,9 Millionen, einmal 2,5 Millionen. Also eine absolut trendy Idee. Okidoki. Oh, zweimal die hier. Dreimal 19 cm Kerzen. Dreimal 14 cm. Erinnert mich auch ein bisschen an Grabkerzen. Ein bisschen. Es hat ein bisschen gruseligen Vibe, aber nur ein bisschen. Also ich glaube, das wird niemals aufhören, dass man IKEA-Sachen, also einzelne Sachen, so geil kombinieren kann. Das ist das Geniale an IKEA und warum ich IKEA wirklich appreciate. Ich glaube aber, man muss es wirklich in so einem minimalistischen Zuhause machen, weil sonst, glaube ich, hat das echt ein bisschen so ein Goth-Vibe. Oder draußen auf dem Balkon, auf dem Boden. Liebe ich die Idee. Ich bin so excited, das auf meinem Balkon zu stellen. Das ist so ein richtiges Organizing-Ding. Wie sie diese Stöpsel in den Schrank stöpselt, das sieht so befriedigend aus. Und ich hoffe, wenn ich das mache, dass ich auch so eine Befriedigung bekomme. Organizgasm. Ich liebe es halt, Dinge zu organisieren, aber ich bin nicht wirklich organized. Ich weiß nicht, ob sich damit jemand identifizieren kann. Vor Jahren habe ich mal so ein Wohnungstausch-Video gemacht. Da habe ich mit Max meine Wohnung getauscht. Und er meinte zu mir, in deiner Wohnung ist ein Chaos, aber ein organisiertes Chaos. Und das hat sehr gut getroffen. Das beschreibt so ein bisschen meinen Vibe. Und es passt perfekt dazu. Mein Schrank ist nämlich Chaos. Aber wenigstens sind die Löcher nicht mehr zu sehen. Versteckt mal eure Löcher, ey. Let's do this shit. Ich habe sehr viele IKEA-Schränke, okay? Organisen, organisen. Die sind connected, aber es ist so einfach, die auseinander zu fisseln. Davor hatte ich Angst. Seid ihr ready für den ersten Stöpsel? Oh. Mann, ist das kompliziert mit langen Nägeln. Die hatte doch ultra lange Nägel. Ist auch geschafft. Also wenn jeder Stöpsel jetzt so lange dauert, dauert eine IKEA-Auktion mal wieder länger, als man geplant hatte. Auktion, nicht mit meinen Auktionen, Aktion meine ich natürlich. Yeah. Es ist nicht einfach, aber es ist beautiful. Es wird auch nicht einfacher mit den Nägeln. Das könnte sich als bisschen nervig ausstellen, wenn man die ganze Wand macht. Vielleicht auch hier wieder einen Podcast hören und ein bisschen auf Me-Time machen. Nee, aber doch. Das macht schon einen guten Eindruck. Das ist wieder so ein Ding, das vermittelt einem ein bisschen, ich habe mein Leben im Griff. Und als Erwachsene ist mir dieses Vortäuschen extrem wichtig. IKEA Hidden Gem. Es gibt wirklich viele Bezeichnungen für unsere Obsession. Gerade bei diesem fucking Wetter, es ist warm, dann ist es wieder kalt und irgendwie sweatig im Schlaf, weil mir irgendwie zu warm ist, aber dann wieder zu kalt. Und mein Bett ist schon Premium ausgestattet, wirklich Premium. Ich liebe es und kann mich nicht beschweren, aber für die besonders warmen Nächte bin ich excited auf diese Matte. Kühlmatte. Ich glaube, das ist halt auch cool für Hunde und so. Im Sommer. Es wird immer wärmer. Ich bin excited. Und 11,4 Millionen Menschen sind mit mir excited. Amazing. Ich hatte Trouble damit. Ich sag euch, wie es ist. Sie haben das nämlich umbenannt. Das heißt jetzt Rosenvial. Ich habe mir den Arsch nach dem Ding abgesucht. Ich wollte das schon fürs letzte Video kaufen. Und konnte meinen Augen nicht trauen. Als ich durch meinen örtlichen IKEA gelaufen bin und es gesehen habe. Es
ist kalt. Das Ding ist hier halt viel größer, weil das ist halt, um es auf die Matratze zu legen, habe ich mir jetzt mal 90 mal 200 gekauft. Aber ich meine, das kann man ja auch um alles herum machen, was man will oder ins Hundebett legen oder sonst irgendwas. Ich check ja gar nicht, wie das funktioniert. Ich probiere das auf jeden Fall aus. Ich leg mich da drauf. Ich schlaf da drauf. Ways to make your room cooler. Das Letzte, mit dem ich gerechnet habe, ist ein IKEA-Trolley, um meinen Raum cooler zu machen. Aber ich bin offen für die Idee. Die Beispielbilder sehen ganz cool aus. Deswegen einfach probieren. Unpopular Opinion, aber ich liebe es, IKEA-Möbel aufzubauen. Ey, wie oft will ich eigentlich in diesem Video noch IKEA sagen? Andererseits geht's auch um IKEA. Also was soll ich machen? Es ist einfach, ich setze mich hin, ich höre einen Podcast, gucke ein YouTube-Video. Es ist so richtig Me-Time. Oh mein Gott. Ich bin irgendwie leicht überrascht, weil ich lieb es. Ich finde, es sieht jetzt schon geil aus. Was ist da los? Ich habe die halt so oft schon gesehen, aber ich würde niemals drauf kommen, mir selber einen zu kaufen irgendwie, aus welchem Grund auch immer. Let's build this shit. Hat natürlich viel länger gedauert, als ich eigentlich dachte. Whee! Oh, scheiße. Bin ich doof? Ist ja ganz falsch zusammengebaut. Ich meine, sieht mein Raum jetzt cooler aus oder vielleicht ein bisschen mehr durcheinander? Was sagt ihr? Ja, why not, nicht? Wenn ich was brauche, dann, ne? Schieb ich's mir rein. That's what she said. Food containers you need to know. Ich bin ja obsessed mit so einem YouTube-Kanal. Das ist eine Frau, die macht für ihren Mann Bento-Boxen jeden Tag und kocht für ihn. Ich liebe diese Videos. Ich krieg nicht genug davon. Seitdem ist es mein Traum, Lunchboxen mit ins Büro zu nehmen. Ja, das ist auch voll healthy und so. Man muss sich zu essen bestellen. You know, vielleicht ist es mein neuer Vibe. Bis mein anderer Vibe reinkickt, dass ich ein, zwei Monate einen neuen Lifestyle annehme und ihn dann komplett verwerfe. Aber das ist eine andere Geschichte. Check me with my Lunchbox. Lunch. Ulala. Boom. Boah, die ist ganz schön schwer. Okay, es wird Zeit, dass wir uns ein lecker, lecker, lecker Menü hier machen. Lecker, lecker. Ich hab sie auch schon nicht mehr alle. Ich schwöre es euch. Alter, doing, dann bist du aber platt, du. Lunch ist angerichtet. Für andere Menschen ein völlig normales Konzept. Für mich eine Neuheit. Diese Dinger nicht so praktisch, wie ich sie mir vorgestellt habe. Erstens ist es voll nervig, dieses Ding zuzumachen. Es ist einfach nicht so einfach und dauert zu lange. Und man muss es irgendwie so... Versteht ihr, was ich meine? Und jetzt ist es erst richtig drin. Und jetzt muss man das so drumrum... I don't know. Ich weiß nicht. Das ist so ein Ding, das würde mich dauerhaft davon abhalten, diese Dinger zu benutzen. Let's test the first meal. Bei mir haben nicht so viele von diesen Tomaten reingepasst. Ich habe einfach Lunch für die nächsten Tage hier. Schon ready to eat. Das ist halt auch das Geile, dass man das nicht mehr vorbereiten muss und einfach faul zu was anderem greift wie Süßigkeiten. Oh, hello. Geiler Snack auch von ihrer Stelle. Crunchy, amazing, schnell gemacht. Mm. Immer wenn ich Möhrchen esse, muss ich an den Fun Fact denken. Wusstest du, dass die durchschnittliche Möhre so standhaft ist wie dein Finger? Heißt, wenn ich dein eigenes Gehirn nicht davon abhalten würde, könntest du einen Finger abbeißen. Und so ungefähr würde sich's anfühlen. Jetzt muss ich die Scheiße wieder zumachen. Ey, bin ich einfach nur doof? Oder ist es echt so mega umständlich? Das finde ich besonders entzückend. Hello! Obwohl ich sagen muss, dass dieses kleine Trennungsdepartment ein Müh zu klein ist für meinen Geschmack. Ich finde, das könnte irgendwie hier sein, weil so viel passt da einfach nicht rein. Das sind so American Toaster Pancakes, die man schon fertig kaufen kann. Mit bisschen Creme Fraiche zwischen den Erdbeeren. Schmeckt das wie so ein Erdbeerkuchen. Ja. Aber manchmal, wenn man zum Lunch natürlich auch was Warmes. Genius. Ich habe jetzt leider kein Brot. Deswegen habe ich mir einen anderen Snack, Nachtisch hier oben reingemacht. Ist auch nicht warm, das obere Department. Soup. Natürlich habe ich mir nur eine Gabel mitgenommen. Das ist total smart für eine Suppe. Aber das meine ich. Guck mal.
Boom. Vergesst es, ich dachte, es wird einfach, den hier zuzumachen. Aber ich hab's einfach nicht mit diesen scheiß IKEA-Schraubverschlüssen. Warum sind die so scheiße? Die Idee war schön, die Umsetzung ist einfach nur nervig. $15 IKEA Table Hack. Ich habe keine Ahnung, was mit den Preisen in den USA los ist. $15 für diesen Standardtisch, der ist bei uns, glaube ich, günstiger. Natürlich irgendwas mit Import, bla bla bla. Ist jetzt, da das ein Hack ist, ist das wieder eher sowas mit so Basteln und Crafting und so. Lieb ich ja total. Bin gar nicht der Typ, der am liebsten alles fertig kaufen würde. 7 € hat eins von diesen Dingern gekostet. Wir werden hier einen tollen Table für 14 € haben. Das ist wirklich unbelievable, unschlagbar. Okay, ich habe auch die kleinere Version gewählt, weil ich brauche den größeren nicht unbedingt. Aber so ein kleiner ist überall hin. Ich würde sagen, wir bauen erstmal einen ganz normal auf. Und den anderen benutzen wir zum Kleben, wie schon gezeigt. Kompliziert ist der nicht aufzubauen. Ew, das tut ja voll weh. Auch Handschuhe oder so. Au, meine zarten Händchen. Aua, aua, aua. Ich bin doch kein Bauer. Aua, aua. Immer ist irgendwas. Immer. Ich glaube, es dreht sich einfach rein, indem man das Ding hier reindreht oder was. Yes, ein Genie-System. Unnötig, das alles zu filmen. Ich habe mir hier wirklich einen abgedreht und durchgedreht. Zack, die Geschichte Kleber. Süß. The moment of truth. Soll ja schon auch recht professional aussehen. So professional habe ich das jetzt nicht hinbekommen. Das ärgert mich ein bisschen. Aber es ist ja auch self-made. Hallo. Jetzt habe ich Kleber überall. Jetzt brauchen wir 2 von diesen Hölzern. Aber das ist ja voll doof, dass die hier und hier aus Holz sind. Sieht man ja voll, dass es scheiße aussieht. Dann würde ich sagen, machen wir die hintereinander quasi. Dass es nicht so hässlich ist. Spur Kleber. Es ist einfach, aber das heißt nicht, dass es nicht anstrengend ist. Sieht schon ein bisschen scheiße aus. Egal, wir lassen uns nicht verunsichern. So, okay. Sieht doch total kacke aus. Lassen wir jetzt erstmal trocknen. Tada! Scheiße! Bin ich doof? Ich hätte das andersrum aufkleben sollen. Jetzt weiß ich, warum das so komisch aussieht. Also nicht, dass man sonst gar nicht sieht, dass es self-made ist. Vielleicht war ich's. Vielleicht ist es aber auch nur ein scheiß Hack. Das ist die einzige Hoffnung, die mir bleibt. Und ich weiß nicht, was ich jetzt damit machen soll. Weil selbst wenn ich das Ding weiß anmale, sieht es immer noch komisch aus, finde ich. Vielleicht stelle ich meine vertrocknete Pflanze drauf. Hat es das besser gemacht? Irgendwie schon. Irgendwie hat es das ein bisschen besser gemacht. Vielleicht male ich den Teil hier doch noch weiß an. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sagt mir auf jeden Fall, was ich kaufen soll, damit du es nicht kaufen musst. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Vergesst nicht mein Musikvideo. Und alles, was mir jetzt noch zu sagen bleibt, ist bye.